So, herzlich willkommen hier. Willkommen zurück zu Pokémon Map 18. Was tue ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Das da wollte ich öffnen. Letzte Folge waren wir ja im Pokémon Center. Das heißt, wir können jetzt direkt die letzten Trainer auf der Wiese da noch in Angriff nehmen. Und dann mal weiterschauen, ne? Weiter, wir haben schon 3 Orden. LOL. Oh ja, alle 6 Folgen, 1 Orden im Durchschnitt. Ist ein guter, guter Durchschnitt. Im Durchschnitt. So, die alle haben wir hier schon. Nein, nach unten bitte. Genau, und hier waren jetzt die 3 Wege. Da haben wir den obersten Weg bereits, den einen Typen da angeklappt. So, ist hier noch eben. Ach, der Weg endet hier auch schon. Sehr schön. In meiner Klasse bin ich der Beste. Okay. Wenn du das sagst, dann gucken wir mal, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist. Teenager möchte kämpfen. Ratz, ratz. Naja. Ich meine, gut. Wenn er 30 mal sitzen bleibt, kann auch der Beste sein. Oh, Smetko erreicht Level 35. Nochmal Rapfratz, ist ja langweilig. Ding. Volltreffer, brauche ich gar nicht, aber egal. Rapfratz wurde besiegt. 207 EP und noch ein. Ach nee, Radikal. Nein. So. Einmal Konfusalion und dann kommt ein Neutron. Ja, komm. Bumm, weg ist er. Sehr schön. Ich besiege Teenager und wir bekommen. Oh ja, 255. Mehr können wir nicht darstellen. Ist ja binär. Und nur 8-Bit und so. So, dann kommt jetzt der Weg hier. Konnichiwa. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Digga, hier ist Wiese. Was willst du hier für ein Kabel verlegen? Ich verlege gleich mal Rohr. So, Mechaniker möchte. Als wenn ein Mechaniker Kabel verlegt. Aber dafür gibt es Elektriker. Los, Metto! Kämpfen! Konfusion! Oh, das ist ja wieder so ein Quereinsteiger. Willkommen in Berlin! Yay! Boom! Magnet wurde besiegt! 400 EP! Sauber! Und wir haben die Mechaniker ordentlich in den Arsch mechanikt. Das war ein Stromschlag. Ja. 1500. Ja, immerhin. Scheint ein Gutverdiener zu sein. Ja gut, ich meine, ne? 1000 Yen sind auch weniger als 10 Euro, von daher. So viel ist das jetzt auch nicht. Und der nächste, bist du auch Mechaniker? Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Okay. Ja, ist Mechaniker. Und natürlich wieder Magnetilo. Die scheinen wohl alle nicht im Kontakt zu stehen miteinander. Sonst wüssten die, wie wenig das bringt, hier mit dem Magnetilo anzukommen. Boom. Yay! Nein. So, dann haben wir mal die Weiterentwicklung. Mal gucken, wie wir da vorkommen. Aber ich glaube, mal mehr als 2 Angriffe brauchen wir da auch nicht. Obwohl, könnte doch ein bisschen. Mal gucken. Donnerschock. Boom. So, einmal müssen wir noch. Ultraschall. Aua, aua, aua. Tut ja weh. So, 620 EP, sehr schön. Oh, der Funke ist übergesprungen. 900 Yen. So, den Typen da oben haben wir schon. Ja, da gibt es ja nicht so eine Büsche wie Hupsala. Okay. Okay.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte, leider gibt es hier nicht so eine Büsche wie in, ich freue mich schon auf, wenn wir Kristall spielen, weil da gibt es nämlich so eine Beerenbäume, dachte ich gerade, ne? Wollte ich eigentlich gerade darauf hinaus, dass es hier keine Bärenbäume gibt, also so eine Gebüsche, an den Beeren wachsen. Wildes Torboga. So, wollen wir mal wieder ein bisschen Pikachu einheizen? Ne, da kann man so eine Bären sammeln und so, aber das werden wir denn ja alles dann sehen, wenn wir Pokémon Kristall spielen. Mal gucken, wie lange wir überhaupt für Pokémon Geld brauchen. Ich meine, drei Orden haben wir schon. So, einen wunderschönen guten Tag. Hahaha, nee, haha. Bisher habe ich noch nie verloren. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ein Spieler möchte kämpfen. Ach nein, ich will das ein Volteball. Konfusalion. Bitte, bitte, bitte. Okay, Kreideschrei. Ich glaube, beim nächsten Volteball machen wir mal direkt Psychstrahl. Die Fische, die gehen halt hart auf den Sack. Da würde ich mich auch opfern. Oh, 300 EP. Magnetilo. Oh, wow, okay. Okay, damit hat sich das schon erledigt. Hallo? Leck des Grauens? Was ist denn hier los? Mein PC geht's gut. Oh ja, wer weiß. Ist die Wahrscheinlichkeit zu warm. So, und der ist besiegt. Yeah, 340 EP und es gibt immer ein R5-Mal. Ja, 1200 Yen. Sehr geil, das Ganze. So, hier sind wir in unserer ersten Hütte. Halt, hier geht's hoch. Du schaust durch das Fernrohr. Der einzige Weg von Azuria City nach Lavendertown führt durch den Felstunnel. Und das sehe ich durch das Fernrohr? Ich weiß durch das Fernrohr, wie die Tunnel verlaufen. Ist ja interessant. Okay, aber willst du mal Hintergrundinformationen bekommen? Ich suche nach Schlurp. Tauschst du es gegen Diktri? Ich habe weder noch. Weg mit dir. Ein Doktor. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast. Ja, nee, komm, leck mich. 30 Pokémon, hallo? Weg, 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 weg. Komm wieder, wenn du 30. Ja, ja, komm. Ich weiß nicht, ob wir das im Let's Play schaffen werden, 30 Pokémon. Ich meine, ich könnte auf Teufel komm raus Pokémon sammeln, aber wozu? Ich meine, da müssten wir erstmal hochleveln und alles und. Okay, jetzt ein Relaxo, können wir gleich direkt nach Hause gehen. Gut, dann scheint es hier also nicht mehr weiter zu gehen. Dann gehen wir also tatsächlich wieder nach oben in die, wie auch immer die Stadt heißt. Da, wo Misty war. Da können wir unser Radkupon endlich mal einlösen hier. Hanni? Digga, hier los. Hallo? Genau das da. Azuria City, genau. Oh. So, ach komm, wir gehen einfach querfeld durch hier. Kein Bock mehr. Hab ich dich schon angesprochen? Ja, das war der, der das Kabel verlegt hat. Dann haben wir hier alle erledigt, sehr schön. Da können wir ruhigen Gewissens ja, noch umgehen. Genau, und den Hügel haben wir auch schon. Das heißt, wir haben hier alles erledigt, was man erledigen kann. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, nochmal schnell die Pokémon aufladen. Heilen. Jawohl. Wow, so schnell heute. Naja, komm. Haben wir irgendwelche Items hier rumfliegen? Ach komm, nö. Weg. Die paar Items muss ich nicht unbedingt ablegen. So, und dann speichern wir mal wieder. Sehr schön. Wow, genau die Tür getroffen. Easy peasy. Badam. So. Genau, nach unten geht's in die Hauptstadt, in die große. Also, ne, für alle, die hier, ne, also,
Ich weiß ja nicht, wie das Ganze hier orientiert ist, aber ich schätze mal schon, dass. Na, halt. Das hier die Hauptstadt ist, Safari Safronia City. Ja, und wie gesagt, da können wir bisher noch nicht rein. Wir können nur quasi von der Stadt drüber in die Stadt drunter gehen und von der Stadt links davon in die Stadt rechts davon gehen. Aber die Stadt alleine selber erreichen wir noch nicht und dementsprechend gehen wir jetzt erstmal hier hoch und von hier oben nach rechts, weil da war ja ein Weg, den wir tun gehen können. Da wir jetzt Herr Schneider haben, glücklicherweise. Genau der Weg. So, Pokémon. Was? Genau, dieser Knosp, dieser Schneider und dann gib ihm. Dankeschön. So, hier sind wieder Trainer, also wieder speichern. Man kann ja nicht wissen. Perfekt. Dann. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Die hat mich überredet. Ich konnte nichts dagegen tun. Vier Pokémon. Pfadfinderin setzt Mirapla ein. Aha. Naja, wir sind schon Level 18. Da kriegen wir ein paar saftige EPs. Attacke war sehr effektiv. 300 EP. Und noch Knofenser. Wechseln? Nein. Ist sehr effektiv. Knofenser besiegt. 320 PP. Oh, der Level 36. Mirapla. Nein, nicht wechseln. Und Konfusion. Ach ja. Mit Konfusion kommt man echt so spielend leicht durch. Wie gesagt, das Einzige, wogegen wir Probleme haben, ist jetzt gegen sowas wie hier, eine Traumato und sowas alles. Also eben auch Psycho-Pokémon, Psycho-Geist, nenne Geist nicht, gegen Geist haben wir auch keine Probleme, aber halt gegen andere Psycho-Pokémon, also Traumato, Simsala und sowas alles. Wobei auch da wir ein bisschen Vorteil haben, weil wir haben Typ Psycho-Käfer und Käfer ist tatsächlich auch nochmal effektiv gegen Psycho. Das heißt, gegen reine Psycho-Pokémon haben wir auch ein bisschen mehr Chancen, also einen kleinen Chancenvorteil. Was? Einen kleinen Typenvorteil. So. Echt besiegt Pfadfinderin. Sehr schön. Oh, Digga. 360 Yen gerade mal. Was ist denn das für eine billige Kacke? Scheiß Pfadfinder. Ist ja nicht mal Taschengeld hier. Dankeschön. Ich finde TM30. Was auch immer das ist. Oha, da. Achso, der sieht aus wie hier so ein Dixabumster, ne? Kleinstein und so ein Scheiß. Wanderer, genau. Oh, ja, Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Macholo ein. Okay, dann halt kein Kleinstein, sondern Macholo. Ist ja fast das gleiche. Jetzt mal no joke. Ist so, genauso leicht zu besiegen. Macholo wurde besiegt. Yay! 380 EP, Onix. Oha. Nein. Boom. Und das Wasser mit Onix. Gerade mal Level 20? Gott. Yay, echt für die Wanderer. Hehe. 700 Yen. Tja. Dann musst du dir mehr einsatzbereite Pokémon kaufen. Hilfe. Mann, Pikachu, geh mal weg hier. Ist ja schön mit dem Pikachu. So. Da, ah genau, da geht's nach oben. Da geht's aber nicht nach rechts. Was ist hier unten? Noch ein Wanderer? Ansonsten nichts. Okay, na guck mal her. Digga, ich spiele gerade mein Pokémon und mein Rechner hält auf. So warm ist das. Das ist schlimm. Das Wetter ist schlimm. Hallo? Okay. Da hat sich einfach mal MGBA ein bisschen aufgeschustert hier. Hallo? Hallo? Ha! Digga, was war das gerade?
kann es sein, dass MGBA mit einem extrem kleinen IONIZE, also mit einem extrem hohen IONIZE-Wert arbeitet? Ne, meine Festplatte war gerade ein bisschen ausgelastet. Im Hintergrund Videos und sowas alles, ne? Und ja, der hat gerade von der Festplatte gelesen und während er gerade gelesen hat, hat das Spiel komplett gehangen. Der muss also komplett gewartet haben. Nicht nur, dass er langsamer wurde, sondern komplett aufgehört haben. Das ist ja verrückt. Lol. Wandern möchte kämpfen. Okay, ja, dann Kleinstein. Ah, da haben wir ja Kleinstein. Vorhin gerade noch von dir geredet. Hilft dir nur leider nichts. Bist trotzdem weg. Aha. Oh, schon wieder Onyx. Nein, nicht wegfinden. Goddammit. Oh, Level 21. Next Level. Na ja, gut. Hat die mir da auch nichts. Oh, guck mal, wir haben 486er. Nice Scheiße. Bald kommt der nächste Pentium, der erste Pentium raus. Uhlala. Ah ja, 700 Yen. Achso, halt, wir gehen ja nicht weiter. Das heißt, was jetzt? Hier nach oben. Halt. War hier jetzt was? Achso, hier geht's auch nach oben. Möchte ich hier schon lang? Ich weiß es offen gesagt nicht. Gerade immer so viele Wege. Alter, ist das hier ein Labyrinth? Die Frage ist, wo geht's hier lang? Na komm, wir speichern einfach mal noch rum. Nein. Achso, siehst du, apropos, bei Option. Ja, komm. Bei Option, da können wir auch. Genau, hier Kampfstil wechseln. Wenn man das umstellt auf folgend, dann fragt er im Kampf nicht immer, ob man ein anderes Pokémon auswählen möchte. Und da wir jetzt hauptsächlich mit Smitbo arbeiten, vielleicht eine ganz gute Idee. Oh, jetzt komm mal her. Achso, ich wollte eigentlich vorher speichern. Egal. Ich werde einmal der weltbeste Pokémon-Trainer. Tja, sorry. Den Titel bekomme ich bereits. Also hoffentlich. Ein Pokémon. Naja, da hast du aber noch einen weiten Weg vor dir. Vor allem ein Pokémon, aber das schon Level 24. Ich glaube, der Typ macht irgendwas falsch. Okay, er ist zumindest. Ne? Zumindest hat er schon mal einen Treffer ausgehalten. Also, vielleicht wird doch noch der weltbeste Trainer aus ihm. Aber den zweiten Schlag überlebt er nicht. Sandar wurde besiegt. 477. Yay! Teenager ist Geschichte. Mein Sandar wurde besiegt. Ash gewinnt 360 Yen. So, Junge, ist noch einer. Da geht's dann wieder nach links zurück, oder was? Tag früh auf, um meine Pokémon und ihren Kokon zu pflegen. Was? Redet er gerade von Saftkorn, oder was? Ja, ist ein Käfersamen, wahrscheinlich schon. Bibor, oder auch nicht. Ah, da muss ich aufpassen, Bibor kann Giftattacken. Ich meine, es ist halt witzig, dass wir giftempfindlich sind, obwohl wir selber auch Giftattacken können. Na gut, okay, Volltreffer hat sich erledigt. Aber trotzdem können wir uns natürlich selber auch vergiften und vor allen Dingen, wie gesagt, ja auch einschlafen, obwohl wir selber ja auch, ne? Das heißt, nur weil man selber die Attacken kann, heißt es noch lange nicht, dass man dagegen resistent ist. Leider. Smetbo erhält 646 EP. Bibor, noch ein Bibor. Hoffentlich noch ein Volltreffer. Denn jetzt vergiftet zu werden. Ach, siehst du, ich brauche nicht mal einen Volltreffer. Ja, lol, ey. 646 EP. Und wir erreichen Level 37. Ja, holy moly. What the fuck? Ich bin die Käfersammler. Und wir bekommen. Was? Das war nicht als reine Zeitverschwendung. Ich gewinnt 190. Ey, wird immer weniger hier. Okay, jetzt eine Wiese. Ja, okay, jetzt kommt doch, ich gehe zurück. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie es unserem Smetbo geht wegen AP. Vielleicht wäre das nochmal ein passender Zeitpunkt, um nochmal zum Pokécenter zu gehen. 13 von 25. Ach komm. Wir machen es einfach ganz schnell. Ja, wow. Geh Bock. Jetzt hier, jeder noch mit Zerschneidung für rumwuseln, Alter. Das schneidere ich. Ne? Wenn es so schön wäre wie bei Crystal, dass man einfach die Dinger anklicken könnte, ja, aber muss ich erstmal meinen Visa Knosp auswählen und da auf den Schneider gehen? Ist ja, nee, das wäre viel zu anstrengend. So, einen wunderschönen guten Tag. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon.
Tja, ich glaube, dann muss ich dich leider enttäuschen, außer du hast Pokémon Level 60 aufwärts. Na gut, sagen wir Level 40 aufwärts. Aber nein, mit Level 20 hast du keine Chance. Wobei auch mit Level 40 Pokémon dürften wir fertig werden. Weil Konfusion ist extrem stark. Das heißt, wir können mit Konfusion auch Pokémon erledigen, die Level über uns haben. Zwar nicht mit einem Treffer, klar, aber insgesamt. So, ein Hornliu. Aber wie gesagt, der hat ja gerade mal Level 20. Das heißt, der hat gerade mal halb so viel Level wie wir. Da hat er keine Chance. Also. Blutzug. Oh. Blutzug sieht man tatsächlich auch sehr selten nur. Aber Blutzug ist auch so ein bisschen Pokémon, das, ne, das kann auch. Da hatte ich glaube schon ein paar Mal Probleme gehabt. Ne, weil es auch sehr häufig Vergiftung und sowas einsetzt. Echt für den Käfersammler. Sehr schön. Meine Käfer-Pokémon. Ich gewinne 200 Yen. So, geht's hier auch wieder zurück. Ja, hier ist auch noch einer. Oh, komm. Mann, scheiß Pikachu. Felstunnel nach Lavandia, was? Pikachu lenkt ab. So, Pfadfinderin, Pfadfinder setzt Radfratz ein. Das Schöne ist, wenn unsere AP leer sind, können wir immer noch Psystrahl benutzen. Ist das für die ganzen Pokémon komplett OP? Also noch OPer als Konfusion, aber ganz ehrlich, wenn wir halt für Konfusion keine AP mehr übrig haben, was soll's. Ist jetzt der Schöne, dass wir zwei Attacken haben, so haben wir auch quasi mehr AP zur Verfügung. Das heißt, wir müssen auch, was das angeht, nicht mal so häufig zum Pokémon Center gehen. Ich meine, guckt euch das an! Unsere AP gehen nicht nur früher leer, als unsere Leben leer gehen, sondern unsere Leben gehen gar nicht mehr leer. Wir haben immer noch komplett voll overpowered, also volle volle KP, obwohl unsere AP schon fast aufgebraucht sind. Wir haben gerade noch 7 von 25 AP, aber volle KP. Das ist so komplett OP. Und das ist halt das, was ich meine, wenn man sich halt auf ein Pokémon konzentriert, dann hat man echt schon sehr leichtes Spiel. Weil man dann, wie gesagt, die gesamten EP, die Trainer halt zur Verfügung stellen, quasi ein Pokémon geben kann. Und das ist schon heftig. So, da oben ist noch einer. Dann müssen wir da hin. Hier kommen wir nicht lang. Von hier kommen wir. Genau, das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Ja. Dann speichern wir aber vorher nochmal. Speichern! Ich habe das Spiel gespeichert. Na, stell dir mal vor. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Okay. Warum beleidigst du mich jetzt so? Einfach hier wildfremde Leute beleidigen? Ist das dein Stil? Ha? 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 Wanderer möchte kämpfen. Ja, ich hau doch gleich auf die Fresse, du Bastard und so. Level 20 Kleinstein, Alter. Komm mal, klar auf dein Leben. Wir könnten ja vielleicht mal wieder ein bisschen Pikachu trainieren. Das Problem ist, Pikachu ist gegen Wanderer eher ineffektiv, ne, weil Elektro. Und Elektro ist gegen Stein und Kampf und sowas, also hier Macholo, also quasi gegen alles, was die Wanderer einsetzen, ist Pikachu komplett useless. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir Pikachu leveln. Wanderer setzt Kleinstein ein. Ich meine, wir können es ja auch eigentlich so machen, dass wir am Anfang immer Pikachu einsetzen, also quasi in der Liste ganz nach oben setzen und dann quasi immer Smetbo einwechseln und damit quasi Pikachu hochziehen. Aber ganz ehrlich, es hat noch Zeit. Das können wir dann wirklich machen, wenn wir irgendwann vor der Liga sind. Macht definitiv mehr Sinn, denke ich mal. So, Wanderer, was ist passiert? Ash gewinnt 700 Yen. So, hier unten, genau von da kommen wir. Jetzt geht's hier runter. Okay, das ist ein One-Way. Also speichern. Sicher ist sicher. Und unsere AP sind mittlerweile fast aufgebraucht. Das heißt, jetzt werden wir wahrscheinlich Psystrahl einsetzen dürfen. Trau dich ruhig, mit mir zu kämpfen. Nein, ich war keine Mädchen. Sowas macht man nicht. Sowas ist nicht sozial. Und ja, ich weiß, Gleichberechtigung, aber trotzdem weigere ich mich. Oh, ein Mauzi. Los, Metbo. So, wir haben noch 3 AP. Lol.
Und sie haben noch keinen einzigen KP verloren. Okay, sagte er und verlor welche. So, Mouthy wurde besiegt, hat halt 340. Oh, das war's schon? Lol. Okay, Pfadfinderin ist weg. Okay, wir haben einmal 160 Yen bekommen und nochmal 46 durch Mouthy aufgesammelt dabei. Aufgesammelt. So, hier unten geht's runter. Was ist hier oben? Nur eine Wiese. Okay, da oben kommen wir noch nicht lang, da brauchen wir Surfer. Ein Pokémon. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle auch mal Pause. Ich lade noch schnell meine Pokémon auf. Also, eigentlich hauptsächlich nur deren AP. Ey, dann haben die AP gerade so genau gereicht. Lol. Gut, ich meine, 2 AP hatte ich noch, aber trotzdem. Sehr schön. Dann können wir nächste Folge, also nächste Woche, dann in die Höhle rein. Dann hat, da haben wir ja auch jetzt Blitz mit Pikachu. Dann ist also alles im grünen Bereich. Ist das nicht geil? Okidoki. Bam. Daran. Bis nächste Woche. Beziehungsweise die, die auch Doom gucken, natürlich dann bis Doom. Beziehungsweise mein Test. Die Folgen kommen ja auch noch für euch. Aber jetzt, was Pokémon angeht, bis nächste Woche. Ciao.